Chemiewaffen sind die aggressivsten Waffen der Militärgeschichte. Sie werden auch mit Spezialflugzeugen versprüht. Die Nowitschok-Serie von Chemiewaffen wird bereits durch unscheinbaren Hautkontakt übertragen, zum Beispiel über Türklinken. Skripal bis Nawalny sind die aktuellen Opfer. Details, Toxikologie, molekulare Aspekte, Bezug zur Demenztherapie mit Acetylcholinesterase-Hemmer. Das Target, das vegetative Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus. Ein Netzwerk von Nervenzellen steuert Atmung, Herzschlag und Stoffwechsel. Das Target von phosphororganischen Chemiekampfstoffen und auch von strukturverwandten Pestiziden ist das parasympathische Nervensystem, genau das Synapsenenzym Acetylcholinesterase. Eine irreversible Hemmung führt zum Tod. Hier ist zum Vergleich dieses Enzyms die reversible Hemmung mit dem Arzneistoff Rivastigmin aufgezeigt. Die hochreaktiven phosphororganischen Toxine, zum Beispiel das Pestizid Paraoxon und die Neurotoxine der Nowitschok-Reihe, binden irreversibel am aktiven Zentrum des Enzyms. Insbesondere die halogenierten Stoffe der Nowitschok-Reihe mit hoher Lipophilie und Reaktivität sind hochaffin. Als Antidot werden Tropanalkaloide, zum Beispiel das Atropin, verwendet. Es führt zur kompetitiven Hemmung des Acetylcholins im Überangebot.